Hallo Leute, hier bin ich wieder, euer Classic Dave, mit Part 4 von Darksiders 2. So, da sind wir wieder auf dieser Stelle, auf dem Platz. Und ja, schauen wir uns das mal kurz alles an, was hier so zu erkunden gibt. Das ist auch ein schönes Tor da vorne. unser Pferd wird voll von uns. Okay, hier können wir bestimmt gar nicht durch, Leute. Die Tür ist erstens viel zu groß und zweitens überwachsen mit irgendwelchen Kristallen. Aber dafür haben wir hier sowas gefunden. Das können wir ja gegen Unique Weapons eintauschen. Das ist gut. So, mal gucken, was das für eine Kreatur da vorne ist mit dem Auge. Vielleicht kann die auch uns weiterhelfen oder vielleicht kann die uns auch töten. Mal gucken. Was ist das? Hallo? Hi? Bist du böse? Bist du friedlich? Keine Ahnung. Gucken wir uns das mal an. Streich sie mal. Okay, anscheinend macht der Eyeclops gar nichts, ja? Naja, nicht so schlimm, ja. Irgendwie angelehnt an Herr der Ringe mit diesem einem Turm, ja, mit dem Auge. Na, ja, ist aber lustig. Naja, jetzt folgen wir den Weg, der bei uns auf der Karte markiert ist. Sehr schöne Welt. Ey, das erinnert mich etwas an Zelda, ja? So mit dem Pferd über die Felder reiten. Also, es trifft wirklich alle Geschmäcker, ja? Part 4 läuft. So, hier ist ein weiteres Tor und das durchschreiten wir jetzt mit Vollgas. Oh, okay, eine Welt, die nur manchmal geladen werden muss. Kein Problem. Die Weeping Crag. Was ist das denn für ein? Oh, wieder so Gebäude. Schön. Warum nicht? Ja. Da gibt es sehr viel Sachen zu erkunden. Vielleicht sollten wir hier einen Stopp machen. Ne? Ja, okay, machen wir einen Stopp. Begeben wir uns hier direkt in die Sache. Na, schon. Lass los. Tod, lass los. Schon okay. Kein Problem. Was haben wir hier? Wasser? Tod, Hose, ja. Hier ist nichts los. Naja. Und hier vorne. Komm hier hoch. Moment. Da auch nicht. Da auch nicht. Was ist damit? Kann ich auch nicht. Oh. Passt da immer drauf. Zack, zack. Na, na. Wieder so ein Artefakt. Nice. Wir haben schon drei Artefakte. So. Was ist dort zu sehen? Wasserfall. Ah, okay, nichts. So. Wir können wieder mit dem Pferd reiten, aber das lassen wir mal. Ich würde sehr gerne darüber. Da ist auch ein. Eine Schatztruhe, aber wie kommen wir da rum? Moment, was ist denn da? Oh! Hier können wir hoch. Zack. Und da ist ein Siegel, wenn ich so. Sag ich mir ein bisschen Geld. Zack. Oh, wir brauchen einen Schlüssel, um dort reinzukommen. Okay. Auch mal, ja, dass wir einen Schlüssel brauchen, um reinzukommen. Schon gut. Ich bin schon interessant. Oh, nee.
Wir fast geschafft. Zack, zack. Nein. Oh, tschüss. Hier rüber. Also wir wollen da. Kann man da rüber? Ja, das kann man auch. Zack. Ja. Oh, was ist das? Das ist ein Gegner. Okay, machen wir erstmal die Truhe auf. Oh, eine neue Waffe. Und die ist sogar noch stärker. Und ich freue mich sofort. Ich freue mich so dermaßen auf diesen Gegner in den Arsch treten zu können. Moment, rüste ich das mal aus. Hier die neuere Waffe. Genau, die gibt uns ein paar Kraftpunkte mehr. Und ja, wir sind erst Level 2. Krass, die sehen blau aus. Seht ihr das, Leute? So hammergeile Waffen. Na? Komm. Ne, wir können dem nichts anhaben. Schade. Also dafür brauchen wir einen speziellen Key. Okay, kein Problem. Na, dann begeben wir uns wieder auf die Liste. So, ein bisschen weiter höher. So. Zack. Hier können wir nochmal weiter höher. Vielleicht finden wir hier irgendeinen Schlüssel. Oh, weitere Gegner, die von uns zerstört werden. Scheiße. Haha. Sind wir nicht gut. Was gibt's hier? Weiter. Wieder Lebensbauschen. Zerstören diese ganzen schönen Vasen. Aber da befindet sich auch meistens was Schönes drin. Was ist hier? Oh, ein bisschen öffnen. Moment. Ist ja nice. Es geht weiter, Leute. Haha. Lebt ja krass weiter. Wieder Lebenspotion. Ey krass, wir haben einen geheimen Weg gefunden, ja. Moment mal. Yay. Geld und Leben und sogar ein Talisman haben wir gefunden. Oh, ich freue mich an Potions. Also können wir doch nur limitiert Potions einsetzen. Impossible. 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 Moment. So, was haben wir denn hier gerade aufgesammelt? Hier. Okay. Ja, das können wir direkt mal anziehen. So. Ja, was ist hier zu sehen? Sollen wir da runter? Ey, warte, wir gehen gleich ins Auto. Also ich empfehle jedem immer diese Warten. Da befinden sich und sowieso immer ein bisschen Leben oder Geld. Ja. Aber geil, dass immer diese Seelenhände das für den öffnen, ne? Aber was haben wir hier für ein Waffen? Wow, was war das? Hä? Wo ist unser Adler? Hey, da ist unser Adler, ja? Der zeigt uns wieder den Weg. Mhm. Auf der Karte sehen wir den auch nicht. Okay, der ist jetzt stehen geblieben. Oh, geil.
Ich denke, wir müssen nicht rein. Ja, wir müssen nicht wirklich rein. Zack, wir haben es aber geschafft. Kletterpartie überstanden. So, was ist das hier für ein Ding? Hier ist nichts zu finden. Was ist da unten? Ja, gucken wir uns das nochmal an. Ja, lass los, tot. Okay. Was gibt es hier? Nix? Können wir hier an den Wänden laufen? Da gibt es doch oben was. Können wir das später hoch. Vielleicht können wir dann irgendwann einen Doppeljump oder sowas kriegen. Weil gerade schaffe ich das nicht, hier hochzufahren. Na gut, gehen wir weiter. So. Was haben wir hier wieder für einen Bereich gefunden? Oh, die Karte wird immer allmählich größer und größer. So schön. Der kann hier klettern. Moment. Anscheinend können wir da immer nur hoch, wenn wir diese goldenen Dinger da sehen. Hier so, diese Holzstäbe, Holz und Balken. Hier können wir also dann nicht hoch. Oder können wir vielleicht da welche an der Wand? Mann, den Scheinprofi. Haha! Ey, das sind wirklich Geheimnisse im Spiel, ja, Secrets. Ja. Und das ist sogar. Das ist sogar eine bessere Truhe, ja? Habe ich noch nie gesehen. Guck mal, wie die aussieht. Ja, Mann, das erreicht die. Und holen. Abbau. Ey, wir haben den Schlüssel gefunden. Skeleton Key. Perfekt. Nice. Okay. Überraschen wir uns, was hinter dieser Tür sich verbirgt. Anscheinend ist sich Tod viel zu cool und bemüht sich sogar selbst nicht darum, die Türen zu öffnen. Zu fassen. Oh, wir sind hier wieder rausgekommen. Genau da. Wir sind da rein und wieder raus. Cool. Okay, und dann gehen wir direkt mal hier runter. Ja, besser. Und jetzt können wir das doch öffnen. Nice! Ich freue mich schon auf den Bossfight. Na, du kleiner Süßer. Ich habe auf dich gewartet. Oh, ich kann nicht aus. Stalker heißt das. Oh, wir haben neue Handschuhe bekommen. Lass uns die mal ausrüsten. So, hier. Ey, wir haben jetzt sogar Geld found. Ah, das ist cool. So heißt das Geld wohl im Spiel. Geld.
Okay. Wie soll das mit dem Magen haben? Wie der Typ während seiner Lebzeit hier in diesem Karton gehortet hat, ja? Ah, doch nicht, ja. Oh, was ist das? Moment, ich geh da erst mal. Yeah. Hey, geil, wir haben eine neue. Hey, wir haben eine Armor gefunden. Das ist geil. Moment, was war's denn direkt mal aus? Oder was war das? Ah, doch, hier. Nicht Armor, wir haben Hosen gefunden für den. Perfekt. Noch besser. Was ist jetzt los, Adler? Hier runter? Na gut, gehen wir runter. Krass, wir haben einen geheimen Weg wieder gefunden, Leute. Und ja. Mal gehen wir hier mal hoch. Und da ist wieder eine Schatztruhe. Hier gibt es bestimmt viele Schatztruhen. Also Leute, das war Part 4 von Darksiders 2. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert mich, kommentiert mich und bis zum nächsten Mal.